Nächster Redner hat Peter Weiß von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Wenn man diese Debatte richtig verstehen will, muss man einfach noch mal zurückgehen zur Rentenüberleitung. Es ist eben so gewesen, wie der Kollege Kurt von den Grünen erklärt hat. Man hat das westdeutsche Rentenrecht zugrunde gelegt für das künftige gesamtdeutsche Rentenrecht. Ein Rentenrecht, was bekannterweise so ausgestaltet ist, es ist lohn- und beitragsbezogen. Für das, was ich in die Rente einbezahle, bekomme ich ein entsprechendes Äquivalent als Rente eines Tages ausbezahlt. Und das ist auch das, was die Bürgerinnen und Bürger, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer für gerecht empfinden, dass sich ihre Rente, wenn sie viel eingezahlt haben, höher ist, wie wenn sie weniger eingezahlt haben. Und das DDR-Rentenrecht war im Gegensatz dazu was ganz, ganz anderes, nämlich ein Rentenrecht mit vielerlei Sonderregelungen, Zusatzversorgungssystemen, Zuschlägen, Abschlägen und so weiter und so fort. Und es ist aufgehoben worden in dem gesamtdeutschen Rentenrecht, das so funktioniert, wie ich es erklärt habe. Der Effekt war, und deswegen ist es so gemacht worden, nicht, dass die Rentner und Rentner im Osten benachteiligt werden. Hätte man das alte Recht beibehalten, um es mal klar und deutlich zu sagen, würde die große Masse der Rentnerinnen und Rentner im Osten Deutschlands Hunger leiden und wäre auf staatliche Unterstützung angewiesen, weil diese Mini-Rente im Osten niemals zum Leben ausreichen würde. Es war das Beste, was den Rentnerinnen und Rentnern im Osten geschehen konnte, dass sie in dieses gesamtdeutsche Rentenrecht übergeleitet worden sind, was eben beitragsbezogen ist und was vor allen Dingen sich an der Lohnentwicklung orientiert und dynamisch ausgestaltet ist. Und deswegen sind, wenn man es genau anschaut, die Rentner und Rentnerinnen im Osten die eigentlichen Gewinnerinnen und Gewinner der deutschen Einheit. Und das ist möglich geworden durch eine großartige Solidarleistung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Letztlich, um es mal klar und deutlich zu sagen, haben die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler im Westen mit ihren Beiträgen mitgeholfen, dass wir diese Renten ausbezahlen konnten, die nach der deutschen Einheit möglich geworden sind im Osten. Und ich finde, in einer solchen Debatte sollten wir als allererstes als Politiker ein herzliches Dankeschön an diese großartige Solidarleistung der Rentenbeitragszahlerinnen und Beitragszahler in Deutschland sagen. Auch im Westen, in ganz Deutschland, gibt es Berufe mit unterschiedlichen Anforderungen, unterschiedlichen Gefährdungsstufen, unterschiedlicher körperlicher Belastung. Aber jeder weiß, wir haben kein Sonderrecht, Rentenrecht für jeden einzelnen Beruf, sondern wir haben ein solidarisches und soziales Rentenrecht für alle gemeinsam. Und daran sollten wir auch festhalten. Die Linke will was anderes. Sie will das gesamtdeutsche Rentenrecht zerschießen und wieder Sonderregelungen für einzelne Berufsgruppen einführen. Wenn man schon das Schicksal der Mütter und der Frauen beklagt, muss man ganz ehrlich sagen, gibt es ja aus westdeutscher Sicht auch was anzumerken. Die durchschnittliche Rente der Frauen im Westen liegt 44% unter der durchschnittlichen Rente der Frauen im Osten. Klar, das hat Gründe, weil im Westen ein anderes Familienmodell praktiziert wurde, weil die Frauen aus dem Beruf ausgestiegen sind, wenn sie Kinder bekommen haben. Vollkommen richtig. Rente ist eben lohn- und beitragsbezogen. Aber wenn man hier das hohe Lied der Erziehungsleistung der Frauen spricht, dann könnte man sich auch überlegen, ob nicht eine Sonderregelung für Frauen West findet, um diesen Nachteil auszugleichen heute. Also wenn man schon so diskutiert, wie Sie, muss man so einen Antrag stellen. Machen Sie natürlich nicht, weil Sie sind eine reine Ostpartei. Und deswegen interessiert Sie das Schicksal der Frauen im Westen überhaupt nicht. Und nun zur Mütterrente. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es war Helmut Kohl und Norbert Blüm, die im Jahr 1986 zum ersten Mal im deutschen Rentenrecht dafür gesorgt haben, dass es für die Erziehungsleistung einen zusätzlichen Entgeltpunkt, also einen zusätzlichen Rentenpunkt gibt. Im Osten, in der DDR, ist zu dem Thema überhaupt nichts passiert. Und es war die Union, die in ihrem Wahlprogramm 2013 gesagt hat, wir wollen als prioritäres Anliegen unseres Wahlprogramms im Falle der erneuten Regierungsübernahme dafür sorgen, dass aus diesem einen Entgeltpunkt zwei Entgeltpunkte wird für alle vor 92 geborenen Kinder.
Und wir haben das auch durchgesetzt. Und jetzt wissen die Frauen in ganz Deutschland, Mütterrente ist zuerst eine Regelung, die sie der Union verdanken, die für diese Lösung gekämpft hat. Und ich will mich natürlich bei den sozialdemokratischen Kolleginnen und Kollegen bedanken, dass wir das gemeinsam in der Koalitionsvereinbarung so vereinbart und auch prompt umgesetzt haben. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, natürlich lässt sich dieses Problem der Mütterrentenproblematik, wie dargestellt, am ehesten lösen, wenn wir auch, was den Rentenwert und die Bemessung der Renten anbelangt, zu einem einheitlichen System in ganz Deutschland finden. Das ist vollkommen richtig. Deswegen haben wir es auch im Koalitionsvertrag geschrieben. Aber ich will noch mal darauf hinweisen, wo die Problematik liegt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, derzeit werden die von einem Erwerbstätigen im Osten Deutschlands durch sein Arbeitsleben erreichten Entgeltpunkte, also seinen Rentenanspruch, den er hat, um 16% hochgewertet. Und diese Höherwertung der Entgeltpunkte bringt demjenigen, der im Osten Deutschlands morgen oder übermorgen in die Rente geht, mehr Rente wie ein System, was Herr Kurt uns vorgeschlagen hat, sofort zu machen, nämlich diese Höherwertung zu beenden und dafür den Rentenwert anzugleichen. Die Differenz Rentenwert Ost und West ist deutlich geringer als diese 16% Höherwertung. Und da liegt das eigentliche Problem. Wenn wir heute im Bundestag, mutig wie wir sind, mal kurzerhand beschließen würden, Höherwertung West weg, die Rentenansprüche in Ost und West sind alle die gleichen, für jeden Arbeitnehmer, gleicher Rentenwert, also gleicher Zahlbetrag in Ost und West, wäre für viele Mitbürgerinnen und Mitbürger im Osten, die in den kommenden Jahren in Rente gehen werden, dies ein Minusgeschäft. Und deswegen haben wir auch bisher uns an diese Problematik nur vorsichtig herangewagt. Ich will deswegen sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, man muss den Bürgerinnen und Bürgern auch die Wahrheit sagen, was es konkret finanziell für sie bedeutet. Wir wollen ein gemeinsames Rentenrecht in Ost und West. Wir wollen eine Diskussion, ist ein Kind im Ost- und Westwert beenden und alle gleich behandeln. Aber es muss auch so geschehen, dass es darunter nicht eine große Zahl von Verliererinnen und Verlierern gibt und deswegen ein vernünftiger Übergang und nicht ein Hauruck-Verfahren, was sich manche wünschen und dessen Konsequenzen sie nicht bedenken. Zum Schluss, es bleibt ein großartiges historisches Verdienst unserer damaligen Bundestagskolleginnen und Kollegen, diese Rentenüberleitung geschafft zu haben und ein Rentenrecht geschafft zu haben, vor dem vor allen Dingen auch die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Rentner und Rentner im Osten Deutschlands profitieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Kipping, Frau Wolf, eine Sekunde noch. Frau Kipping erhält das Wort.